Erdbeer, Emmemimmeli Erdbeer, Emmemimmeli Erdbeer. In einem Land, wo Riesenerdbeeren wachsen, weit, weit von hier entfernt, ist sie wohl bekannt. Man muss ins Herz sie schließen, wenn man sie kennenlernt. In einem Satz, dieses Mädchen ist ein Schatz. Mit ihr erlebt man immer was. Emmemimmeli Erdbeer. Hey, seid mit dabei, dann hab ihr Spaß. Total unentbehrlich, denn sie ist erdbeerbeerig, freundlich. Bei ihr ist jeden Tag was los. Emmemimmeli, Emmemimmeli Erdbeer. Die Erdbeeren waren wunderbar reif und rot und ich pflückte einen ganzen großen Korb voll davon. Yikes! Da hat sich etwas bewegt. Hast du das gesehen? Könnte vielleicht eine Biene sein oder ein... Ach du lieber, meine Güte! Oh nein, was soll das? Kommt nicht mehr! Geh zurück! Geh zurück! Ja! Oh. Jetzt habe ich mir auch noch einen Flügel gebrochen. Geht es dir auch gut? Ja, ich meine, nein... Ich meine, ich weiß es nicht. Mein Name ist Emmemimmeli Erdbeer. Und das hier ist Schnurrschönchen und das ist Plätzchen. Margotchen B. Bärenglut. F-V-F-E-R. F-V-F-E, was R? Feenprinzessin vom Feenland ersten Ranges. Du bist eine waschechte Fee? Und was machst du hier, Margotchen? Ich wollte nur ein Schläfchen halten. Und da hat mich plötzlich dieses Biest angegriffen. Und da ist mir ein Flügel gebrochen. Seht ihr? Naja, und wisst ihr... Ich muss unbedingt fliegen. Nur dann bin ich sicher. Wenn ich am Boden hocke, werde ich womöglich von einer Krähe geschnappt. Ich könnte dieses Ekel umbringen. Wir nehmen dich mit zu uns nach Hause und pflegen dich so lange, bis dein Flügel wieder heile ist. Nein. Nein! Ihr wollt mich pflegen, hast du gesagt? Bis mein Flügel wieder heile ist? Ich will euch aber keine Umstände machen. Das tun wir aus reiner Nächstenliebe. Wenn das so ist, lasst uns gehen. Wir dürfen uns um eine echte Fee kümmern. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ach, weißt du, Emmemimmeli, ich will dir keine Mühe machen. Machst du nicht. Ein klitzekleines Stück Brot wäre nett. Aber klar. Mit einem Scheibchen Käse drauf sollst du kriegen. Und Putenbrust, wenn du welche hast. Okay. Und sei so gut und mach noch etwas Mayo drauf, ja? Und Salat, eine saure Gurke, keine Zwiebeln und ein paar Oliven könnten mit dabei sein. Ein Teller Suppe würde mir jetzt gut tun. Danach wäre ein großes Stück Torte genau das Richtige. Und hatte ich dir schon gesagt, dass ich ganz verrückt nach Eiscreme bin? Ich kann mir vorstellen, wenn ich das alles gegessen habe, halt mein Flügel schneller. Und ihr seid mich schneller wieder los. Na, hör mal, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das wird toll. Oh, Entschuldigung. Was ist das? Nur die Türklingel. Da ist jemand. Hallo, hallo, Emmemimmeli. Wo steckst du? Bist du zu Hause? Guten Tag, Larissa Lebkuchen. Sieh mal, das ist meine neue Freundin, Margotchen. Donnerwetter, eine echte Fee. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Wo hast du die denn getroffen, Emmemimmeli? Naja, sie war im Erdbeerfeld. Ach, ja? Sieh doch nur diese hauchdünnen Flügelchen. Ob die wohl funktionieren? Im Augenblick jedenfalls nicht. Sie hat sich einen Flügel verletzt und kann deshalb nicht fliegen. Das Fliegen kann ich erst mal vergessen. Sag mal, wo kommst du überhaupt her, Margotchen? Ich komme aus der Feenwelt unterhalb der Bären-Elfenfelder. Ich bin für die Farbe in den Bären verantwortlich. Ich wusste gar nicht, dass jemand dafür verantwortlich ist. Ich dachte auch, dass die Bären so wachsen würden. Nein, das ist mein Werk. Ohne mich wären die gar nichts. Sie wären grün und hart wie Stein. Sie sind auf mich angewiesen. Aber wie machst du denn das? Ich habe da meine ganz eigene spezielle Methode. Bären brauchen ganz besondere Pflege.
Erdbeeren. Da gibt es viel verschiedene Wege, um sie fein zu kultivieren, ihren Wuchs zu optimieren für so liebe kleine arbeitsame Feen wie mich. Beeren muss man regelmäßig putzen, Beeren. Ihre Pflanzen muss man stutzen mit genügender Beachtung. So wie täglicher Betrachtung werden's alle dicke, fette, rote Beeren wie die. Mit der richtigen Dosierung aus Wasser und Klimatisierung, allgemeiner Positionierung und exakter Kompostierung, bei Krankheit, Desinfizierung, zu viel Sonnenlichtschattierung, führt das zu einer Optimierung deiner Beerenkolorierung. Beeren brauchen unglaublich viel Liebe. Muss man kappen, zu viel Triebe, denn dann wachsen sie gedrungen. Dichtes Wachstum wird erzwungen, umso größer werden dann solch edle Beeren wie die. Es gibt noch andere Feen, doch ich hab schon oft gehört, dass der wunderbare Rotton meiner Beeren sie sehr stört. Gegen Neid kann man nichts machen, das ist fürchterlich. Für so flotte, schicke, hochbegabte Feen wie mich. Bist du daran interessiert, alle unsere anderen Freunde kennenzulernen? Hm. Ja, wieso nicht? Na dann komm mit! Na los! Wartet! Ich kann doch nicht fliegen! Schon vergessen? Entschuldige, ich helf dir, Margotchen. Hüpf auf meine Hände! Ohne meine Flügel habe ich Höhenangst. Sekunde, bin gleich wieder da. Das habe ich neulich gebaut mit Motor und allem drum und dran. Müsste genau das Richtige für dich sein. Gefällt's dir? Was soll ich sagen? Worauf wartet ihr noch? Es kann losgehen! Hey, guck dir das an. Die hat aber einen. Die fährt uns einfach davon. Ich könnte doch einen Kuchen in Puppenhausgröße backen. Das wäre genau das Richtige für sie. Sag mal, Bonnie Blaubeer, findest du nicht auch, dass Margotchen das feenhafteste aller Feen ist? Hä? Das ist sie. Ich habe noch ein paar Puppenkleider, die ihr passen müssten. Schön, Margotchen kennengelernt zu haben. Ich habe noch Puppenteller und Schüsseln, die zu ihr passen würden. Ihr seid alle so furchtbar nett zu mir. Vielen Dank. Siehst du, was ich sehe, Plätzchen? Wenn du mich fragst, ist der Flügel ziemlich gesund. Es geht um Margotchen. Stimmt irgendwas nicht mit ihr? Das sind genau die richtigen Worte. Wieso? Sie simuliert. Sie ist eine Lügnerin. Ist doch so, Plätzchen. Stell dir vor, gestern Abend, mitten in der Nacht, haben wir gesehen, wie sie geflogen ist. Ihren Flügeln fehlt gar nichts. Die sind ganz gesund. Die will ich nur ausnutzen, Emily. Aber was? Vielleicht hast du dir nur eingebildet, dass du sie hast fliegen sehen. Vielleicht war es nur ein Schatten, weißt du? Komm, dann kannst du es selber sehen. Und ich sage dir, dass wir gesehen haben, was wir gesehen haben. Margotchen, wo steckst du? Emily? Bist du das? Was ist denn passiert? Wo ist sie? Ist sie weg? Ist was weg? Diese schreckliche Krähe. Was soll denn das? Letzte Nacht war eine Krähe hier drin. Ein riesiges, furchtbares Teil. Und sie flog direkt durchs Fenster und hat versucht, mich zu schnappen. Ich konnte nicht weg, weil ich ja nicht fliegen kann. Da habe ich mich dann aus Angst unter der Tasse versteckt. Und da habe ich die ganze Nacht verbracht. Vermutlich ist es das, was du gesehen hast. Eine Krähe. Das ist doch Unsinn. Oh. Achtung, pass auf! Vielen Dank, Emily. Dieser Flügel will einfach nicht heilen, wie es aussieht. Nicht zu fassen. Und Schnurrschönchen sagt, du kannst wieder fliegen. Wie bitte?
Naja, vielleicht ist die arme Katze nicht ganz bei Trost. Psst, komm mal her, Emily. Ich kann mir vorstellen, sie ist eifersüchtig, weil sie jetzt nicht mehr der Mittelpunkt ist, verstehst du? Was redet die für ein Blödsinn? Aber nein, sie ist doch nicht eifersüchtig. Wir müssen Emily beweisen, dass sie eine Heuchlerin ist. Whee! Das ist ja noch viel schneller als Fliegen und auch viel aufregender. Wow! Mir aus dem Weg, ja? Sehr schön, kuschelig und bequem. Hallo, Margotchen. Ganz reizend. Vielen Dank, Emily. Bei frischer Luft und Sonnenschein wird dein Flügel heilen. Ach ja, etwas fehlt noch. Und zwar diese leckeren Butterkekse, die du gebacken hast. Margotchen hier, Margotchen da. Weißt du, das reicht mir jetzt langsam. Ich hab da so eine Idee. Komm mit. Pony Blaubär wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir uns ein paar Kostüme ausborgen. Das ist genau das Richtige. Und das können wir auch gebrauchen und das auch. Und das wäre auch nicht verkehrt. Na dann mal an die Arbeit. Hast du noch irgendwelche Wünsche? Im Moment nicht. Vielen Dank. Ich rufe dich dann, wenn ich was brauche. Ist die nicht zuckersüß? Wie recht du hast. Sie ist zum Anbeißen. Also, ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Ha! 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 Krähen! Emily, komm her, ganz schnell! Was ist? Weshalb habt ihr mich gerufen? Ha! Margotchen, ist alles in Ordnung? Emily, bist du das? Plätzchen, Schnurrschönchen, was geht hier eigentlich vor sich? Die beiden haben mir so einen Schrecken eingejagt und da bin ich gestürzt. Oh, ich glaube, ich habe mir meinen anderen Flügel auch noch gebrochen. Oh. Ich verstehe nicht. Wieso habt ihr das gemacht? Wir, ich, ihr, ich, sie, du, naja. Vielleicht hast du mal nicht im Mittelpunkt gestanden, Schnurrschönchen. Aber das geht nun entschieden zu weit. Wir, ich, ihr, ich, sie, ich, ich. Hast du dir sehr wehgetan, Margotchen? So schlimm ist es auch wieder nicht. Kannst du dein Flügel bewegen? Wir gehen, Plätzchen. Wir beide haben hier nichts mehr zu suchen. Willst du noch was von dem Hackbraten? Nein, nein, lass mal gut sein. Sonst habe ich keinen Platz mehr für den Nachtisch. Habt ihr Schnurrschönchen und Plätzchen gesehen? Seit sie Margotchen den Streich gespielt haben, nicht mehr. Wo könnten sie nur sein? Hier ist es viel schöner als da, wo ich gelebt habe. Ach so, tatsächlich? Ich habe hier so nette Freunde. Dort hatte ich keine. Nun mach mal einen Punkt. Ich wette, du hattest dort jede Menge Freunde. Nicht zu vergleichen. Ich glaube, die anderen Feen mochten mich nicht. Ihnen gefiel mein Aussehen nicht. Naja, meine Haare und meine Kleidung. Die konnten ganz schön fies sein. Vielleicht würde es dir helfen, wenn wir deinen Typ verändern, wenn wir aus dir ein ganz neues Margotchen machen. Was hältst du davon? Ach, würdet ihr das? Das wäre aber schön. Schnurrschönchen! Plätzchen! Schnurrschönchen! Schnurrschönchen! Plätzchen! Ich habe schon die ganze Zeit nach euch gesucht. Was soll denn das bedeuten? Wir gehen weg, Emily. Was? Aber wieso denn? Zu Hause ist kein Platz mehr für uns. Nicht solange sie, du weißt schon, wer da ist. Was redest du denn da? Für euch ist immer genug Platz, egal was passiert. Wisst ihr das denn nicht? Was ist denn, Plätzchen? Gibt's ja nicht. Was ist denn mit den Beeren? Margotchen, sie hat vergessen, den Beeren die Farbe zu geben. Und jetzt gehen sie ein. Schnurrschönchen, Plätzchen, wir müssen ihr das unbedingt sagen, aber ich gehe nur mit euch nach Hause. Na gut, wir kommen mit. Aber an deiner Stelle würde ich nicht viel Hilfe von Margotchen erwarten. Na los, wir müssen uns beeilen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Larissa, Chiara, wo ist sie? Wo ist Margotchen? Da ist sie doch.
Na, wie findet ihr mich? Ich finde, dass was mit den Beeren nicht stimmt. Sieh dir das an. Beeren? Welche Beeren? Wenn du dich nicht sofort um sie kümmerst und ihnen Farbe gibst, werden sie jämmerlich eingehen. Weißt du, meine Liebe, ich glaube nicht, dass ich da was ausrichten kann. Es würde meine Verletzung nur noch schlimmer machen. Aber die Beeren sind ohne dich erledigt. Du musst was tun. Was hältst du davon, wenn du dich um sie kümmerst? Na schön. Wieso nicht? Ich kann's ja mal versuchen. Muss das denn wirklich in aller Herrgottsfrühe sein, Emily? Margottchen hat gesagt, es muss so früh sein. Als erstes fange ich das Rot der Morgensonne ein. Das gieße ich dann über die Beeren. Anschließend nehme ich ein wenig Morgentau und sprenkle es ebenfalls über die Beeren. Und was kommt jetzt dran? Ach ja, ein Vogellied von den Bäumen. Da drüben höre ich einen Piepmatz singen. Und da singt noch einer. Und da drüben auch. Und? Aber wie fängt man denn ein Lied ein? Keine Ahnung, wie man das macht. Es ist wirklich ziemlich gemein, sie so reinzulegen. Aber ich genieße es in vollen Zügen, wie sie sich um mich kümmern. Darauf kann ich nicht verzichten. Oh! Du schon wieder? Wie langweilig. Du glaubst wohl, du kannst mich mit diesem albernen Kostüm ein zweites Mal erschrecken. Ha! Was du kannst, kann ich schon lange. Und diese falschen Federn. Ich bitte dich, wo hast du die nur aufgetrieben? Und dieser... alberne Schnabel! Ich weiß schon, was du vorhast. Du willst mich nur dazu bringen, dass ich fliege, aber das wird dir nicht gelingen. Hast du das verstanden, du? Du bist ja eine echte Krähe. Ha! Lass mich in Ruhe! Nein! Hilfe! Blödes Kleid! Komm schon, Plätzchen. Wir müssen ihr helfen. Hilfe! Margottchen! Komm hier rüber! Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Hast du dieses Riesenteil gesehen? Ein Monster. Aber es hat mich nicht gekriegt, weil ich geflogen bin wie der Wind. Ach, tatsächlich? Wer sagt's denn? Ich bin geflogen. Dann scheinen meine Flügel ja wieder heil zu sein. Es tut mir leid, Emily. Ihr wart alle so nett zu mir. Ich wollte einfach noch hier bleiben. Was ist denn das für eine Versammlung? Was ist denn los? Wir haben Geschrei gehört. Margottchen, was ist dir denn widerfahren? Meine Schönheit hat wohl jetzt ein bisschen eingebüßt, was? Ach, Ivo, das ist doch nicht weiter tragisch. Das haben wir gleich. Pass auf. Ja, genau. Lass uns Du wirst dich wundern. Unsere Erfahrung. Es geht darum, wie du bist. Nicht wie dein Äußeres, nein, dein Inneres ist. Genau das macht dich schön. Es geht darum, was du sagst. Nicht, ob du schreist, weil du grad magst. Genau das macht dich schön. Egal, wie hübsch du bist, wie toll deine Kleidung ist. Dein Herz ist das, was zählt. Wenn du nur immer zu deinen Freunden hältst, bist du die Schönste auf der Welt. Vor Bösem sei auf der Hut. Sei immer nett, sei immer gut. Genau dann bist du schön. Es ist nicht leicht, stets nett zu sein. Hast schlechte Laune, du sag einfach nein. Genau dann bist du schön. Bei euch hab ich erkannt, ganz schnell im Handumdrehen, wie Freundschaft wachsen kann. Ihr wart so gut zu mir, ich bleib für immer hier und schließe mich. Schau in dein Herz, hör's dir an, denn erst da entscheide dann. Genau dann bist du schön. Sei du selbst, sei wie du bist, dann merkst du schnell, wie schön das ist. Genau das macht dich schön, wunderschön, genau.
Die Beeren sehen heute wirklich ausgesprochen beerig wunderbar aus. Emily Erdbeer! Margotchen! Jetzt guck dir nur die Beeren an. Sie sind reif und rot, genauso wie sie sein müssen. Und das verdanken sie dir. Ich habe auch zu danken. Ich habe neue Freunde gefunden. Weil ich mich so benommen habe, wie du gesagt hast, habe ich jetzt so viele neue Freunde, dass ich nicht mehr weiß, was ich mit ihnen anfangen soll. Hallo Emily, wie schön, dich kennenzulernen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.